noch niemals dagewesenen Millionen Demonstrationen hat sich am heutigen Tage die ganze deutsche Nation zur Arbeit, zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Am heutigen Abend findet sich über Klassen, Standes- und Konfessionsunterschiede hinweg das ganze deutsche Volk zusammen, um endgültig die Ideologie des Klassenkampfes zu zerschlagen und der neuen Idee der Gebundenheit und der Volksgemeinschaft die Bahn freizulegen. Ich habe die große Ehre, Sie am heutigen Abend hier in Berlin und im ganzen weiten Deutschen Reich im Namen der Regierung zu begrüßen. Leider fällt in den schäumenden Becher der Freude ein Wermutstropfen. Gestern verunglückten in Essen auf der Zeche Stinnes 7 brave Bergleute, die ausnahmslos Nationalsozialisten waren. Zur gleichen Zeit wurde in Naumburg und wurde in Kiel je ein SA-Mann erschossen. Diese 9 Soldaten der Arbeit und der Politik fielen auf dem Felde der Ehre. Die ganze deutsche Nation erhebt sich in diesem feierlichen Augenblick und ehrt das Andenken dieser 7 gefallenen Soldaten durch eine Minute ehrfurchtsvolles Schweigen.